Kantonsratswahlen sind bei Ende der 28. Februar, 29. am Schalltag wissen wir genau, wer da gewählt worden ist. 778 Kandidatinnen und Kandidaten haben sich gestellt auf 72 Listen, es hat mehr Listen, ein bisschen weniger Frauen, ein bisschen unter 30%, also wieder zwei Männer bei mir. Wenn ihr jetzt rechts von mir schaut, das ist der Marcel Adolf, er ist vom Rintel, Liste 5 und gehört zur SVP. Also gehört, ist dort dabei, oder? Dann bei mir fast ein Nachbar von Grabs, der Matthias Eckenberger, Werdenberg, Liste 2, FDP. Das Werdenberg übrigens hat 9 Listen und das Rintel hat 6 Listen. Und noch interessant ist, welche Listen jeweils vorne sind. Thema, das man mir angegeben hat, hat Marcel Adolf geschrieben, er ist Textiltechnologe, Entschuldigung, er sei ein echter Arbeitnehmervertreter. Das würde es interessieren, was heisst da echt. Und er will die Armut bekämpfen. Der Thies Eckenberger ist Gemeinderatsklub, sie ist Landwirt, natürlich geht es bei ihm um die Landwirtschaft und das wäre an mein Anliegen, um Bauten außerhalb der Bauzone. Thies, Bauten außerhalb der Bauzone, dass wir endlich einmal dürfen machen, was wir wollen. Ja gut, Hans-Jürgen, wir dürfen machen, was wir wollen, ist glaube ich der falsche Ausdruck. Aber ich bin einfach der Meinung, Bauten außerhalb Bauzone, das untersteht ja im Raumplanungsgesetz. Raumplanungsgesetz ist ein schweizerisches Gesetz, das ist klar. Aber jeder Kanton hat einen Handlungsspielraum und ich stelle einfach fest, dass der Kanton St. Gallen den Handlungsspielraum nicht ausnützt, dass da noch viel Bürokratie rum ist. Und man muss einfach wissen, wenn man heute gerade unser Gebiet, Werdenberg, anschaut, haben wir sehr viele Bauten außerhalb. Ist es der Kanton oder das Planungsamt, das entsprechend umsetzt? Ja, also redest du von dem Gesetz oder von der Umsetzung? Von der Umsetzung, eindeutig von der Umsetzung. Dann ist es das Planungsamt. Es ist das Planungsamt, es ist einfach dort eine Bürokratie vorhanden, die meiner Meinung nach nicht müsste sein oder nicht darf sein. Du weißt aber, als Kanton so kannst du nicht beeinflussen. Hast du nicht mal als Gemeinderat können? Zum Teil? Nein, doch, ich denke schon, als Gemeinderat hat man gewissen Einfluss. Man hat jetzt sicher, in den meisten Fällen gibt es ja Begehungen. Also wenn ein Bauten ansteht, außer eine Bauzone, dann kommt vom Planungsamt die Leute, kommen das anschauen. Und dann sage ich mal, hast du als Gemeinsperre sicher einen gewissen Einfluss, kannst du das ein bisschen positiv darstellen, wieso das wichtig ist, wieso die also Gemeinde dahinter steht. Und dort ist schon ein viel Ermessungsspielraum. Weil das Gesetz schreibt im grossen Rahmen schreibt vor, was geht. Aber innerhalb von dem Rahmen kann man ganz sicher noch gewisse Sachen ausstalten. Wir sind live unterwegs und sollten mal hier noch ein bisschen brummen. Also, das ist weder der Thies noch der Marcel, das ist das Telefon. Das lassen wir jetzt einfach einmal schellen. Marcel Adolf, SVP, ja. Als Junge, so richtig ein Rechter, oder wie bist du so orientiert? Nein, also bei mir ist es so, dass ich eigentlich auch relativ lange als Parteilose unterwegs war und mich einfach Politik interessiert, weil Politik auch im Nachhinein nicht immer viel mit der Geschichte zu tun hat. Und ich bin eigentlich nicht die SVP gekommen, weil man wirklich gerade auch die Aussenpolitik, also da ist eigentlich auch nicht etwas, was kantonal geregelt ist, wirklich eigentlich die grösste Übereinstimmung haben mit der SVP, gerade mit dem Thema EU. Und da ist eigentlich der Ausschlag, gerade auch mit der Massivwanderungsinitiative. Wo wohnst du? In Bernig, im St. Gallo Rintal, ja. Also man sieht da fast ab, wenn wir da so ein bisschen in unserem Bild schauen, man sieht fast ab, also die Grenze, die stört dich. Also zum Oski irgendwie ein Schnitzelbrot essen, über die Habsburg, da, das hab schon, aber die sollten nie kommen. Nein, also ich bin nicht für geschlossene Grenzen oder so, aber ich finde, man sollte freundschaftlich miteinander auskommen, aber nicht, dass man jetzt da das Bett noch muss miteinander teilen. Also ich finde eben gut, zusammen etwas essen gehen, das kann man sicher machen, aber man muss jetzt nicht nur das Bett miteinander teilen oder die Währung oder sonstige Punkte. Das ist übrigens ein echter Arbeitnehmervertreter. Hat es bei dir zu wenig Echte im Kantonsrat, zu viele Lehrer, zu viele Juristen? Ja, also ich finde eben gerade die Gewerkschaften haben einen rechten Wandel gemacht, seit da, wo eigentlich die grossen Errungenschaften, wo die Gewerkschaften einen grossen Teil oder Anteil dabei haben, wie jetzt die AHV oder so, wo eigentlich größtenteils die Gewerkschaften nach 1918, nach dem Generalstreik, haben sie eigentlich gute Sachen durchgebracht. Aber gerade seit so 2004, wo die Unia eigentlich gross aufgekommen ist mit dem Zusammenschluss von der SMUF und von den anderen Gewerkschaften, finde ich, hat eigentlich ist zum rechten Umdenken gekommen in der Gewerkschaftslandschaft in der Schweiz. Also die Forderungen sind wirklich radikal worden, mit jetzt so 1 zu 12, wo Gewerkschaften grossheitlich mitgetragen haben. Und auch mit den flankierenden Massnahmen, die jetzt so wegen der Personenfreizügigkeit eigentlich auch gerade so in die Zeitraum hineingefallen sind, wo eigentlich auch Gewerkschaften auch ein bisschen geschaut haben, dass sie eigentlich
auch ein bisschen zu ihrem Geld kommen, das so ein bisschen überspitzt gesagt. Und die Uni ist natürlich eine scharfe Gewerkschaft. Das solltet ihr auch anteisen bei der Landwirtschaft, oder? Also wir haben eine sehr gute, in der Gewerkschaft, eine sehr gute Bauernstandvertreter. Der Bauernverband macht eine sehr gute Arbeit. Ich denke, vor allem in den letzten Jahren, vorher hat man darüber diskutieren, aber ich denke, in den letzten Jahren machen sie gute Arbeit. Aber dass Deutschland nicht darüber weg, dass die Landwirtschaft da länger mehr vom Import-Export abhängig ist und in der Schweiz, ich meine, die Schweizer Wirtschaft ist sehr stark vom Export abhängig und das trifft natürlich die Landwirtschaft auch, das ist eindeutig so. Also wir sind nur eine Insel, man kann wohl noch darüber reden, dass wir sicher nie werden, oder meiner Meinung nach in erster Zeit nicht wieder in die EU gehen, aber die Freihandelsabkommen, die momentan aktuell sind, sei das EU-Amerika oder jetzt zum Beispiel auch EU-Schweiz, das sind natürlich Abkommen, die die Schweizer Landwirtschaft massiv treffen werden. Wer ist nicht im falschen Parlament, wenn du etwas bewirken willst? Ja gut, das ist klar. Ich meine, Landwirtschaftspolitik ist Bundessache, das ist mir schon klar. Aber ich habe die letzten Jahre als Gemeinderat habe ich länger mehr festgestellt, dass der Kanton auch in der Landwirtschaft länger mehr Einfluss hat. Er hat sicher nicht in die Produktionsrichtlinie und dort hat er Einfluss, aber ich denke vor allem, sei es bei Bauten, das haben wir angesprochen, aber oder ganz Themenbereich Gewässerschutz, Umweltschutz, Stoffverordnung, das trifft die Landwirtschaft länger mehr. Und ich denke, gerade wenn man jetzt sieht, das neue Gewässerschutzgesetz, die Umsetzung, also wenn man sich vorstellt, dass ein Gewässerraum heute 10 Meter muss sein von Gewässerkanten weg. Ja, ich denke, das Grabserie, an jedem Bach, am Grabserbach, Stuttenbach, überall hat die Straße. Und wenn man die Straße in Zukunft wird sanieren und erhalten, dann müsste man eigentlich nach Gewässerschutzgesetz müssen wir die Straße verlegen. Die müssen weg vom Gewässer. Und das ist natürlich von mir aus gesehen ein Unsinn. Also heute in der Zeit, mehr Vernunft, oder? Ja, einfach die Zeit, in der heute Kulturland eigentlich anerkannt ist, also anerkennt ja jeder, dass man das Kulturland muss schützen. Aber, aber der grosse Teil redet wohl davon, aber sie machen es nicht. Wir sind hier in einer alten Stickerei, UG-Gebiet hinein, wollten sie noch das Altersheim machen und müssen jetzt darum dort den Bach quasi offenlegen. Richtig, oder? Ja. Gut oder nicht gut? Also nicht gut. Also meiner Meinung nach widerspricht das jedem gesunden Menschenverstand. Das ist, das und da könntest du als Kantonsrat etwas machen? Das kannst du nicht machen als Kantonsrat, ja. Aber man kann ganz sicher Einfluss nehmen. Man kann nochmal eine Standesinitiative machen, in diese Richtung geht es nicht. Aber gerade in der heutigen Zeit, wo eigentlich alles vom Sperren redet, auf der anderen Seite macht man deren Unsinn, Entschuldigung, aber ich sage dem Unsinn. Ich meine, wir haben in Gamsen Beispiel, da hat man einen Bach ausgetolen. Es ist kein Bach, es ist ein Rinnsal, da muss ein Gewitterregen sein, und dann kommt ein bisschen Wasser. Der hat 100'000 Franken gekostet, die Brücke haben wir bauen. Und es ist 5 Meter breit, oder? 5 Meter breit, aber es ist kein Bach. Aber einfach, und das sind einfach die Sachen, die ich meine, in der heutigen Zeit, im Sinne des Sperren, muss man diese Sachen mal ernsthaft angehen. Und notfalls hat man mit einer Standesinitiative probieren, dass man das kann ändern kann. Machen wir noch einen Change. Armut bekämpfen, hast du geschrieben, Marcel. Genau. Wie würdest du das machen? Also, ich tue eigentlich sonst Zeitungen, tue ich eigentlich nicht immer zitieren, aber es gibt im Moment OHO, Ostschweizer helfen Ostschweiz, und da finde ich eigentlich auch ein Projekt, das sehr unterstützenswert ist, wo bis Ende Jahresfrist schon mehr als 1 Million gespendet worden ist. Du bist ein Textiltechnologe. Lernst du deinen Beruf zum Teil am Rand auch Armut kennen? Ja, also, die Textilindustrie allgemein, die hat gerade auch jetzt gehört, in der Nähe hat so eine Stickerei gegeben, die hat natürlich einen rechten Wandel mitgemacht. Also, wir haben auch so eine Randstickerei, lokal drin. Ja, genau, ja. Eben, damit die Textilindustrie hat mal 70'000 Angestellte gehabt, allein im Kanton St. Gallen. Also, das ist wirklich ein grosser Atem. Wie würdest du die Armut bekämpfen? Die Armut bekämpfen, also finde ich, zuerst muss man mal wissen, wo es überhaupt Armut gibt. Und da wäre ich sicher mal Beispiel Basel, Kanton Basel-Land hat relativ ein gutes Armutsmonitoring, also nur schon eine Überwachung, um dort nachzugehen, wo es überhaupt Armut gibt. Nämlich sind gleich, wenn ich nochmal zum OHO zurückkomme, sind 1'500 Gesuche bestätigt worden. Also, wo wirklich effektiv Anrecht haben auf das Geld. Und da finde ich, ist eigentlich schon eine relativ grosse Zahl, die es sieht. Also, da ist schon irgendwo eine Armut rum. Man will es vielleicht. Das ist schon ein bisschen in der Schweiz oder in der Ostschweiz so eine Tendenz, dass man nicht unbedingt will oder sich ein bisschen hemmt, ein bisschen Hemmschwelle hat, um so etwas zu beantragen. Gerade Leute, die es wirklich nötig haben, zum Beispiel zum Zahnflick oder das Gebiss erneuern oder etwas. Und da fehlt dann schon das Geld. Und da finde ich dann schon, wenn man schon Geld zur Verfügung hat, dann finde ich, dann sollte man es eigentlich wirklich auch so. Also würdest du auch wie Steuern die Armut bekämpfen? Ja, ich finde, man könnte sicher Geld, Mittel, die man zur Verfügung hat,
auch in diese Richtung verteilen. Wie siehst du das bei uns? Armut bekämpfen? Also, ja, ist ja die Armut mit Direktzahlungen bekämpft worden. Mal ehrlich, wenn wir die nicht hätten, wären ja gut, also wenn man die Definition von Working Poor genau alles, dann müsste ich eigentlich sagen, sind ein ansehnlicher Teil der Landwirtschaftsbetriebe sind heute Working Poor. Das muss man klar sehen, oder? Das muss man klar sehen, das ist leider so. Aber die Landwirtschaft hat natürlich... Das ist ein riesiger Zerfall, mit Fleisch und Milch. Das ist ein riesiger Zerfall, oder? Und ich mag mich erinnern, als die AP14 aufgeleistet worden dann ist, das war eigentlich eine Umlagerung von Produkten, Erlös auf Ökologie und Landschaftsqualität. Und der Bereich ist sicher gestärkt worden, aber man hat eigentlich erwartet, dass durch die verminderte Produktion die Produktepreise werden steigen. Und da ist nicht eingetroffen. Und die Verluste gerade in diesem Jahr, 2015, sind natürlich extrem. Ich denke vor allem in der Milchwirtschaft, da gibt es sehr schlechte Buchhaltungsabschlüsse. Und da merkt jeder Bauer, bevor er die Buchhaltung in den Finger hat, ich meine, du siehst schon Anfang des Jahres, hast du den Kontostand, das ist Ende Jahr und du weißt, was Jahr schon gelaufen ist, dann hast du schnell mal so über den Daumen gepeilt, wie es ausgesehen hat. Und dann hast du einen Freilaufstall, investierst eine Million, dann hast du noch einen Berg und Flüger, 170'000 kostet ohne etwas dran. Und wenn es dir direkt Zahlungen steigen, kannst du mit allem aufhören, oder? Das ist so, ja. Ist etwas Verrücktes, nicht? Also ihr würdet, ihr nickt immer, wenn der eine redet oder der andere, ein bisschen, du nickst ein bisschen mehr, er nickt auch innerlich. Also ihr könnt es noch gut zusammen. Was meinst du, Marcel? Ja, also ich finde schon, also die FDP ist eigentlich in gewissen Fragen nicht weit weg, gerade zum Beispiel da, wo du dich angesprochen mit dem Föderalismus, dass es eigentlich eher vom Bund auf Kanton oder auf Gemeinde abgebrochen wird, also dass eigentlich möglichst tief unten die Sachen entschieden werden, nicht möglichst weit weg von den Leuten. Da finde ich eigentlich durchaus unterstützenswert, dass man, wenn es Sachen gibt, die man kann im Kanton lösen kann, dann im Kanton löst, statt beim Bund oder in der Gemeinde. Und gerade vor Ort, nämlich, das sind auch die Leute, die es dann betrifft oder wo es einem relativ gut wissen, wie es am besten wäre. Welche Erfahrung hast du gemacht im Kantonsrat bis jetzt? Also ich bin ja nicht bisheriger Kantonsrat. Nein, schon nicht, aber hast du vielleicht mal hinten dran geschaut? Ja, sicher. Nein, also, ich habe auch schon Initiativen unterstützt. Also, ja. Zum Beispiel wegen, wieder ein ganz anderes Thema, wegen der Gemusterung des Hamos-Konkordats. Dort bin ich zum Beispiel auch im Initiativkomitee dabei. Dort geht es eigentlich eher darum, wir wollten eigentlich über den Lehrplan 21 abstimmen. Und dass, glaube ich, das eigentlich auch abgebrochen wird, dass es eigentlich der Kantonsrat darüber entscheidet und dann fakultativ das Referendum kann ergriffen werden von der Bevölkerung. Und dort sind wir eigentlich so gekommen, dass eigentlich die Regierung dafür ungültig erklärt hat, die Initiative. Grob gesagt, als Begründung, weil wir im Hamos-Konkordat dabei sind. Und du hast eine gewisse politische Erfahrung. Aber bist du schon mal zugeschaut im Kantonsrat? Also im Saal bin ich schon mal gewesen, aber da sind eigentlich Kantonsräte nicht rum gewesen. Ja. Aber du hast es schon erlebt, Kantonsrat, wie das abgeht. Also als Zuschauer, ja. Eben, ja. Als Zuschauer. Was hast du für einen Eindruck? Ja, man stimmt natürlich zuerst einmal. Also grundsätzlich habe ich das Gefühl, am Kantonsrat da wird debattiert, da wird diskutiert. Lesen die Leute? Es lesen niemand, hat jede Zeitung vor sich. Und der Großteil ist die Aussennahme, wenn die Abstimmung kommt, dann macht es Wuff und dann füllt es den Saal. Und dann ist wieder. Aber ich denke, das ist in Bern genau gleich. Ich war im Bundeshaus auch schon in Bern, bin dort schon geschaut. Und es ist dort gleich. Und ich denke, da werden wir zwei wahrscheinlich auch nicht ändern. Und haben es nicht im Sinn zu ändern. Das ist einfach ein bisschen so, wie das heute läuft. Das ist für die breite Bevölkerung kann das ein bisschen ein Frust sein, aber es läuft einfach so. Und man muss auch ehrlich sein und sagen, meine, die grosse Arbeit wird natürlich den Fraktionen gemacht. Also der politische Einfluss wird in den Fraktionen gemacht. Dort werden die Gesetze und die Verordnungen werden diskutiert. Und das kommt eigentlich nahezu pfannenfertig ins Parlament. Und dort wird noch diskutiert, zum Teil noch ein bisschen Show gemacht. Aber eigentlich geschafft wird natürlich schon im Hintergrund. Und dort wird geschafft. Ich meine, da muss man ehrlich sein, es wird wirklich geschafft. Also ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ich habe geschaut, dass ich auf einen Kantonsrat suche. Und wenn du ein paar Kommissionen hast, also dann hast du ein belastendes Programm. Das ist ja so. Du bist Landwirt, du bist Textiltechnologe, ein Arbeitnehmervertreter, also ein Angestellter, oder? Nehme ich an, mit nicht einem extremen Lohn, oder? In dieser Branche ist nicht so gut zahlt. Kannst du dir das überhaupt leisten? Oder kannst du es schlecht leisten, weil der Kantonsrat so schlecht zahlt ist? Bist du schon gewöhnt, dass es fast nichts gibt? Also ich finde, also gerade bei mir ist jetzt der finanzielle Anteil ist jetzt nicht der, der mich so Wahl bewogen hat. Also da auf diesen 5'000 bis 7'000 Franken, je nachdem, wie man recht im Jahr... Aber findest du das auch ein bisschen schämmerig, dass man... Nein, 120 Kantonalpolitiker und ein Honorar eigentlich, wo, ja. Nein, ich finde eben, es geht ja um die Sachen, also um Politik und da ist eigentlich das Geld nicht im Vordergrund. Eben gerade wenn man es mit den Nachbarländern vergleicht, zum Beispiel den österreichischen Landtag, da kannst du relativ gut leben mit dem Geld. Also du bist eigentlich
hauptberuflich, dann bist du ein Berufspolitiker. Und da finde ich gerade noch gut, dass man in der Schweiz ein Milizparlament hat, wo du vielleicht eben eine 3-tägige Session hast und bist vielleicht noch am Donnerstag und Freitag bist du wieder an der Basis, wieder bei den Leuten selber am Arbeiten. Vielleicht gerade wieder Motor auseinander oder einen Ölwechsel machen. Und da finde ich, das sollte man eigentlich schon beibehalten. Nicht, dass es eigentlich der Anreiz noch grösser ist, in die Politik zu gehen. Man sieht es ja jetzt schon, über 120 Sitze sind, über 700 Kandidaten sind es. Also, ich glaube, so schlecht oder wegen also, zu wenig Kandidaten hat man sicher nicht für das Amt. Also, es sind eigentlich genug Bewerber, die sich für das Amt zur Verfügung stellen. Also, das Milizsystem findest du gut, Bezahlung angemessen in dem Fall? Ja, ja. Deins? Ja, ich kann die Ansicht teilen. Also, ich sehe es auch so. Also wegen dem Verdienst muss sicher keinen Kantonsrat, das ist bei mir eigentlich nie ein Thema gewesen. Oder so. Ach, kannst du es überhaupt leisten? Ja, also finanziell. Ja, von der Zeit her. Ist ein Arbeitsausfall, oder? Das ist so, aber ich meine, man muss jeden Betrieb anschauen. Bei meinem Betrieb ist es so, also der Junior hat jetzt die Ausbildung abgeschlossen. Er ist jetzt eigentlich ein diplomierter Meisterlandwirt, wie man dem heute so sagt. Und er ist in einem Alter, dass er irgendwann den Betrieb übernehmen könnte. Also er wird sicher mal einsteigen und von dem her... Politik hat mich immer interessiert. Ich war jetzt 15 Jahre im Gemeinderat und da könnte ich mir jetzt noch vorstellen, noch ein paar Jahre als Kantonsrat. Und was mich eigentlich am meisten motiviert, ist, die Region Werdenberg hat keinen einzigen aktiven Bauer. Wir haben keinen aktiven Bauer. Und ich denke, wenn man Wartau anschaut, Grabs anschaut, Gams anschaut, oder die anderen Gemeinden, das sind natürlich noch landwirtschaftlich prägte Gemeinden. Es ist sicher nicht, wenn man jetzt vom Bruttosozialprodukt oder von den Steuererträgen ausgeht, aber wenn man die Landschaft anschaut und was im Dorf läuft, das Gewerbe und alles, ist das natürlich... Nach wie vor hat die Landwirtschaft ganz sicher einen sehr grossen Stellenanteil, da bin ich jetzt überzeugt. Und darum denke ich auch im Kantonsrat, wäre es noch gut, wenn nur diese Stimme ein bisschen vertreten wäre. Was sagst du jetzt, warum sollte man dich wählen, Marcel? Also, meine Motivation ist sicher, eben, dass ich schon politische Erfahrung gesammelt habe mit Initiativrecht und mir eigentlich wirklich drinteil oder der Kanton St. Gallen im Herzen liegt. Und ich will eigentlich, dass gewisse politische Systeme wie Volksinitiative oder Kantonsinitiative, dass das weiterhin möglich ist. Und ich finde, es ist eigentlich für mich wirklich eine gute Möglichkeit, um meine Ideen wo ich auch mit oder wo Leute, die mit mir teilen, dass ich die dort noch vermehrt gerade im Kantonsparlament einbringe, als jetzt indirekt über Bekannte, die ich kenne vom Parlament, ist es natürlich so eine Möglichkeit, gerade um die Ideen noch bündelt ins Parlament hineinzubringen. Dies, was sollte man die wählen? Gut, ich berufe mich ein bisschen auf die Erfahrung, die ich habe. Eben, Gemeinderat ist eins, wir natürlich verschiedene landwirtschaftliche Organisationen in den letzten, ja, ich kann fast sagen, 20 Jahren. Schwergewichtmäßig im Milchbereich, Milchverarbeitungsbereich oder im Vermarktungsbereich. Und in Vertretung, Interessenvertretung von Bauernseite her. Also ich habe sicher eine grosse Erfahrung. Und auch von Grabs, wenn man Grabs anschaut, Grabs hat Talgebiet 450 Meter bis zu oberst auf irgendwie 2500 Meter. Wir haben praktisch alles in Grabs, was es im Kanton St. Gallen gibt. Also Grabs ist der Kanton St. Gallen in Miniatur. Und ich denke, da hätte ich ganz sicher... Ein grosser Teil könnte ich da ein bisschen abdecken, was momentan im Kanton St. Gallen aktuell ist. Und da würde mich sicher freuen, da würde ich mich gerne einsetzen. Vor allem für unsere Region und für unseren Berufsstand.